PSG gibt bei Realstar nicht auf. Im Sommer 2017 soll Paris Saint-Germain schon starkes Interesse am spanischen Nationalspieler Marco Asensio von Real Madrid gezeigt haben. Ein Angebot von 120 Millionen Euro plus DFB-Star Julian Draxler lehnten die Königlichen damals anscheinend ab. Doch der Scheichklub lasse laut Diario Gol nicht locker. Ein neuer Anlauf solle nach der aktuellen Saison unternommen werden. Gegen einen Wechsel spreche aber die Vertragsverlängerung von Asensio bis 2023 sowie die hohe Ausstiegsklausel von 700 Millionen Euro. Verlängert Goretzka doch auf Schalke? Wie der Kicker in seiner Montagsausgabe berichtet, stehe Manager Christian Heidel vor seinem größten Coup in Gelsenkirchen. Stand jetzt sei ein Verkauf von Leon Goretzka im Winter völlig ausgeschlossen. Vielmehr stehe eine Vertragsverlängerung des im Sommer 2018 ablösefreien Mittelfeldspielers im Raum. Allerdings soll diese eine Ausstiegsklausel von 70 Millionen Euro beinhalten, sodass potenzielle Interessenten nicht vergrault würden und Schalke bei einem Wechsel nicht leer ausgehe. Weinziel zum 1. FC Köln? Der 1. FC Köln ist auch nach Spieltag 8 ohne Sieg in der Bundesliga, deswegen steht auch Trainer Peter Stöger in der Kritik. Laut lokalen Kölner Medien seien auch schon potenzielle Nachfolger im Gespräch. Der Express hatte in diesem Zusammenhang Markus Weinziel und Dirk Schuster ins Spiel gebracht. Gegenüber Sport1 dementierte FC-Geschäftsführer Jörg Schmadtke diese Gerüchte jedoch.